Auf der Wache Köln-Mülheim hat Paul Richter gerade einen Einbrecher an die Kollegen des Erkennungsdienstes übergeben, als sich vor der Tür eine regelrechte Verfolgungsjagd abspielt. Ich werde verfolgt! Der schwarze Wagen! Gehen Sie mal rein. Ich bin total aufgeregt. Gehen Sie einmal geradeaus, gehen Sie bitte einmal hier ins Büro rein. Danke. Schwarzer Seat Alhambra. Platz nehmen, Luft holen. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Ihr merkt das schon. Sie haben gerade gesagt, Sie werden verfolgt. Ja. Was war das für ein Fahrzeug gerade? Können Sie das irgendwie erklären? Seit 3 Wochen taucht dieses schwarze Auto überall auf, wo ich bin. Auf der Arbeit, zu Hause, beim Einkaufen, sogar bei Freunden. Ich habe versucht, den Fahrer zu erkennen, aber er trug immer eine Basecap, die er im Gesicht hatte. Und immer, wenn ich mich dem Auto näherte, ist es direkt weggefahren. Waren Sie mit dieser Bedrohungslage, in der Sie sich da befinden, schon mal bei der Polizei? Haben Sie mal irgendwas Kollegen oder irgendwie erzählt? Nein, ich habe mich nicht getraut, zur Polizei zu gehen, weil ich das doch alles gar nicht beweisen konnte. Kurz darauf entdecken Stefan Sindera und Arne Schneider ein Auto, auf das die Beschreibung zutrifft. Fehlt dir doch nur die letzte Zahl beim Kennzeichen, ja, ne? Hat ja gestimmt, der Rest, ne? Oder? Der Rest stimmt. Ich gehe jetzt mal ganz unverschämt. Ist das auf, oder was? Ja, deshalb. Ach ja. Raucher. Hier ist schon mal nichts drin. Hier ist was. Warum ist auch so gut wie leer? Hast du was? Ja, ich habe jetzt gedacht, wir haben Papiere, aber es sind keine Papiere. Das sind. Verlässt das Haus. Arbeit. Mittagspause, Restaurant. Das hört sich an wie bei uns vom MEK, ne? So, ja. Ist auf jeden Fall. Steht da noch mehr drin? Guck mal durch, ich funk das mal weiter. Stefan Sindera informiert umgehend die Kollegen über die neuesten Erkenntnisse. Das Erstaunliche, es scheint eine Verbindung zwischen dem Halter des Fahrzeugs und der verfolgten Frau zu geben. Paul, ich habe eine neue Information. Also die 1534 hat einen Wagen gefunden. Ja. Die haben auch die Anschrift mitgeschickt. Was spannend ist, also ich habe die Anschriften verglichen und das ist dieselbe Adresse wie von Ihnen. Was? Also von der Frau Christ. Die Halterabfrage hat ergeben, dass das Auto auf einen Arne Feist zugelassen ist. Arne Feist? Genau, und der ist aber auch schon polizeilich bekannt wegen KV. Okay. Arne? Sagt ihr noch, Arne Feist? Ja, das ist der Handwerker, der momentan bei uns ist. Also momentan sind bei uns 2 Handwerker im Haus und daher kann ich mir nicht vorstellen, dass er der Fahrer oder der Halter des Wagens ist. Na gut, Halter können wir schlecht widerlegen, aber der Fahrer, das ist eine andere Frage. Ja, der Fahrer dann. Was ist er denn für ein Typ? Weil der bei uns, die Kollegin sagte gerade KV, der ist wegen Körperverletzungsdelikten schon mal. Paul, was auch noch wichtig ist, da war ein Notizbuch mit verschiedenen Uhrzeiten im Auto. Das haben nämlich die Kollegen gefunden. Mhm. Also in dem Auto war ein Notizbuch, da waren so ganz verschiedene Uhrzeiten notiert. Mich wundert erstmal, warum der hier so überhöht vorbeigerast ist. Ja. Selbst wenn ich das nicht zuordne. Die sollen halt mal sichten nach Möglichkeit. Ja. Welches Interesse sollte der Handwerker haben, die 46-Jährige auf Schritt und Tritt zu verfolgen und ihre Aktivitäten zu notieren? Für die Beamten ist dieser Fall noch ein Rätsel. Okay. Anna für die 1534. Ja, hört. Der Wagen ist zugelassen auf einen Arne Feist. Den haben wir auch schon in Pol wegen KV. Die Dame gibt jetzt aber an, das ist einer ihrer Handwerker. Sie vermisst aber noch ihre Tochter Luna. Die kann sie wohl auch schon länger nicht erreichen. Wir würden jetzt hier gleich mal das Haus mal begehen, mal schauen, wer da ist. Vielleicht treffen wir auf ihre Tochter. Auf jeden Fall, dieser Notizblock bezieht sich auf die Tage Montag, Dienstag, Mittwoch. Und es sieht so aus, als ist hier irgendjemand verfolgt oder ausspioniert worden. Ja, das würde sich auf jeden Fall decken mit der Aussage, weil die Dame meint, dass sie in letzter Zeit ständig von dem Wagen verfolgt wurde. Verstanden. Ja, mit. Luna heißt die Dame. Können wir mal gucken, vielleicht ist sie ja zu Hause. Ne? Machen sich mal keine Gedanken. Ich glaube das aber alles nicht. Zuerst wird mein Mann umgebracht, dann werde ich von diesem Typen verfolgt und jetzt ist womöglich noch meine Tochter in Gefahr. Frau Chris, bitte. Was heißt denn, wann wurde Ihr Mann denn umgebracht? Vor 2 Monaten kam mein Mann nicht mehr von der Arbeit im Malerbetrieb zurück. Stattdessen hat uns die Polizei informiert, dass er dort tot aufgefunden wurde. Offenbar hat er einen Einbrecher überrascht, der ihn da erschlagen hat. In der Firma? Ja. Okay, und jetzt sind Sie erstmal
Hier sind sie erstmal in Sicherheit. Die Kollegen kümmern sich um ihre Tochter, beziehungsweise sind bei ihnen zu Hause. Sobald die antreffen, nehmen die die in Gewahrsam, beziehungsweise in Schutz. Ja. So, ihr Mann wurde auf der Arbeitsstelle durch Einbrecher, wenn ich das richtig verstanden habe, überrascht und ist dann zu Tode gekommen. Das wurde mir gesagt, ja. Ja, das können wir gleich nachgucken. Gucken wir mal. Ja, ist zumindest jemand zu Hause. Hier will jemand seine absolute Ruhe haben. Ja. Guten Tag, die Polizei. Ja, guten Tag. Sind Sie der Hausinhaber hier? Nein, ich bin nur Handwerker hier. Sie sind Handwerker? Ja, ja. Okay, wir suchen die Hausinhaberin oder den Hausinhaber, der hier wohnt. Wissen Sie, wo der ist? Unterwegs? Nee, weiß ich jetzt nicht. Ja. Hausherr ist verstorben von einer Weile. Ja, okay, das wussten wir nicht. Beileid. Die Tochter suchen wir aus. Die Luna, ist sie da zufällig? Nein, die ist keine. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, wo die ist. Okay, können wir uns mal drin umschauen? Ich weiß ja nicht, warum. Weil wir hier Feststellungen gemacht haben, die wir mit der Hausherrin besprechen möchten. Deswegen wollen wir mal gucken. Ja, aber die ist ja nicht da, ne? Ja, wir würden uns gerne selber... Schauen Sie doch mal, die Problematik ist doch die, Sie wohnen hier nicht, Sie haben hier kein Hausrecht. Und wenn Sie kein Hausrecht haben, können Sie uns auch nicht verbieten, hier reinzukommen. Verstehen Sie das? Also müssen wir überprüfen, ob Sie überhaupt hier sein dürfen. Und wenn die Tochter da ist, dann können die uns das sagen. Möglicherweise handelt es sich bei dem Handwerker tatsächlich um den Mann, der die Witwe seit Tagen verfolgt. Ein weiteres Indiz deutet darauf hin, dass die 46-Jährige in ihrem eigenen Haus überwacht wird. Das war jetzt nicht schwer. Das habe ich auch gerade schon gesehen. Sie. Oder ist das Bewegungsmelder? Nee, Kamera ist das, ne? Weiß ich nicht. Ist er nicht? Nein, das ist schon immer. Ich habe nichts mehr zu tun. Da muss ich gleich nur abkleben und dann. Ja, weil die junge Dame, die Hausbesitzerin, sitzt anscheinend bei uns auf der Wache, habe ich gerade gehört. Arnold für den 1534. Mhm. Arnold hört. Der mutmaßliche Maler, das ist der Herr Martin Dohm, 22.03.62. Und kannst du vielleicht der Frau Christ noch ausrichten, wir haben hier im Flur eine Kamera gefunden, ob die dort absichtlich positioniert ist? Ja, das habe ich so mit dem Namen Martin Dohm, hat sie aber gerade auch schon mal genannt. Das ist einer seiner, beziehungsweise von dem verstorbenen Ehemann, ein ehemaliger Kollege. Ich frage sie aber nochmal nach den Kameras. Frau Christ, ich habe noch eine Frage an Sie. Haben Sie in Ihrem Haus Kameras installiert? Kameras? Genau, bei sich zu Hause? Nein, ganz bestimmt nicht. Okay, dann gebe ich das direkt mal durch. Dankeschön. Sagen Sie mal, hat dieser Typ, vielleicht ist dieser Typ in unser Haus eingedrungen? Hat der bei uns Kameras installiert? Also, wenn Sie... Sie sagen ja, Sie haben Handwerker am Haus. Ja, aber die installieren doch keine Kamera. Ich mache mir jetzt wirklich Gedanken um meine Tochter. Ich kann jetzt auch nicht mal so lange auf einen Rückruf warten. Ich rufe da jetzt direkt an. Genau. Rufen Sie einfach nochmal an. Ja. Also der Frau Christ ist von Kameras auf jeden Fall nichts bekannt. Sie versucht jetzt nochmal ihre Tochter Luna anzurufen. Ja, weil hier im Haus ist sie bisher nicht. Nee, hier ist niemand, wie ich gesagt habe. Ja, okay. Gut. Von der Kamera weiß sie nichts. Wissen Sie, wie die da hingekommen ist? Entschuldigung, ich bin der Handwerker. Lass mich mal kurz hier durch. Mama. Mare, hallo? 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 Ja, die Polizei ist hier im Haus bei Ihnen. Also wir haben das Handy Ihrer Tochter gefunden. Es lag hier. Ich weiß nicht, ob es Ihr Zimmer ist, wenn man reinkommt. Direkt rechtzeitig in dem Zimmer, wo ein Bett drin steht. Wir haben Ihre Tochter jetzt noch nicht gesehen. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch mal weiterschauen, ob sie hier im Haus ist. Das Handy lag hier. Können Sie mir noch mal den Kollegen geben, bei dem Sie gerade sind? Okay. Ein Kollege von Ihnen, der Sie sprechen möchte. Richter. Ja, also dir noch mal zur Kenntnis. Also wir sind jetzt hier im Haus, haben, wie gesagt, den Maler angetroffen, den Herrn Dohm. Das sieht auch so aus, als wenn der hier was zu tun hat. Anderweitig haben wir jetzt keine Person hier festgestellt. Das Handy der Tochter lag halt hier im Zimmer. Wir schauen jetzt mal weiter hier im Haus, ob wir noch jemanden antreffen. Okay. Ja, und melden uns dann über Funk. Okay, ciao. Ja. Was ist denn jetzt mit meiner Tochter? Der Kollege hat mir gerade mitgeteilt, dass er nur das Mobiltelefon ihrer Tochter im Hause aufgefunden hat. Das heißt aber nichts. Also die kann ja auch mal kurz rausgegangen sein oder das Handy vielleicht liegen gelassen haben. Also sie scheint auf jeden Fall jetzt zuerst nicht in den Räumlichkeiten angetroffen worden zu sein. Aber die gucken sich jetzt weiter im Haus um. Die sind gerade rein und ich hoffe, dass sie die gleich irgendwie auffinden.
Während Paul Richter die Akte über den ermordeten Ehemann aufruft, nehmen die Kollegen den Handwerker genauer ins Visier. Okay, das lassen wir mal hier liegen, das wird jetzt keiner klauen. Ist hier vorne Ihre Arbeitskiste oder was? Ja, Teil Werkzeug von mir her. Ah, das ist Ihre Kiste? Ja, ein Teil davon von mir her. Was war es denn für ein Teil? Ja, eine Kiste halt, ne? Der Inhalt nicht, oder was? Was ist das? Gib mir mal. Liebste Ruth. Da sind auch noch ein paar Kameras drin. Können die auch hin? Nein, die kenne ich nicht. Ja, aber ist doch das gleiche Modell, was da im Flur liegt, was wir offenbar auch nicht kennen. Ja, aber nochmal, ich wohne hier nicht. So, hier ist ein Brief. Liebste Ruth, das dürfte ja wahrscheinlich die Ruth Christ sein, ne? Liebste Ruth, wenn du diesen Brief liest, ist mir etwas Schlimmes zugestoßen. Bestimmt hast du viele Fragen, die ich dir in diesem Brief allerdings nicht beantworten kann. Sei dir sicher, dass du alle Antworten versteckt in deinem Herzen trägst. Auch wenn ich euch nun nicht mehr in die Arme schließen kann, werde ich für immer bei Luna und dir sein. Mein Feuer brennt für euch, in Liebe, dein Roman. Ist das der? Wie kommt der Brief da rein? Wer ist der Roman? Das ist der Verstorbene, ne? Und die, mein ehemaliger Mitarbeiter. Von der Witwe. Da habe ich auch nichts mit zu tun, wenn der seiner Frau da Liebesbriefe schreibt. Also, ich weiß nicht, ob wir irgendwie Suaheli sprechen und sie uns nicht verstehen. Dass das ihre Kiste ist, ne, das ist ja eindeutig. Was wir uns fragen, wie kommen denn die gleichen Kameramodelle hier in den Flur oben und observieren den Flur? Ja, das ist die Frage. Ich bin doch kein Kameramann, sowas. Keine Ahnung. Ich bin Maler. Find's doch verstörend. Was? Ja. Paul, die Kollegen haben sich vor Ort noch weiter umgeguckt. Sie haben jetzt einen Werkzeugkasten gefunden und darin waren noch weitere Kameras zu finden. Und was? Sie weiß nichts von Kameras. Ich weiß, wir haben keine Kameras im Haus. Wo finden die denn diese Kameras? Genau, was auch noch interessant war, sie haben einen Brief von einem Roman gefunden. Ja. Den bekommst du direkt auf dein Diensthandy geschickt. Ja. Vielleicht guckst du mal. Danke dir. Ist das die Handschrift Ihres Mannes? Ja. Das ist der Brief, den ich vom Notar erhalten habe, ja. Ach so, den kennen Sie? Ja, den kenne ich. Bei genauerer Betrachtung entdeckt Paul Richter in dem Brief eine Auffälligkeit. Unterdessen bei den Kollegen. Ich finde da nichts. Oh, was ist das? Vor allem, die Frau Christ weiß ja nicht, dass hier eine Kamera ist. Ja. Verstehen Sie? Aber da kann ich ja jetzt nichts für. Okay, Sie bleiben mal kurz hier. Das Gerät aus der Hand legen! Auf den Boden! Jetzt weiter! Ein Stück zu mir her! Hierher! Zu mir! Zu mir auf den Boden legen! Auf den Boden legen! Auf den Boden legen! Legen Sie sich auf den Boden! Ich hab ihn nicht sicher. Ganz ruhig! Ja, keine Bewegung! Alles wird gut, okay? Hände auf den Rücken! Zur gleichen Zeit auf der Wache. Sei dir sicher, dass du alle Antworten versteckt in deinem Herzen trägst. Frau Christ, mir ist aufgefallen, jetzt mehrfach, dass Sie so einen Anhänger in Herzform um den Hals. Können Sie das mal öffnen? Das geht nicht öffnen. Also, das ist aufklappbar, aber versiegelt. Das sehen Sie. Wann hat er Ihnen das geschenkt? Eine Woche vor seinem Tod. Können Sie mir das mal versuchen? Darf ich damit arbeiten gerade? Ja, selbstverständlich. Sind Sie mir nicht böse? Aber das ist... Das ist versiegelt. Und das ist mir vorhin schon aufgefallen. Mit Ihrem Einverständnis öffne ich das jetzt mal, ja? Auf der SD-Karte, die in dem Medaillon versteckt wurde, befindet sich ein Brief des verstorbenen Ehemannes und ein Zeitungsartikel über einen Raubüberfall, der mit einem schwarzen Fluchtfahrzeug begangen wurde. Schwarzer Kompaktvan. Das ist vor dem April, das muss am 3. gewesen sein. Kann ich gleich nachgucken, Moment. Und der hatte noch irgendwas hier drin. Ich weiß nicht, was sein wird, wenn du diesen Brief liest. Das ist ein abfotografierter Brief von ihm an sie. Ich lese den jetzt einfach mal laut vor. Sie können den natürlich von uns bekommen, ne? Ja. Wahrscheinlich werde ich es nicht zur Polizei geschafft haben, weil die Typen mir zuvor gekommen sind. Du musst mir jetzt genau zuhören. Mein Chef Martin hat eine Bank ausgeraubt. Das ist der Artikel, den er vorgelesen hat. Was? Gemeinsam mit meinem Kollegen Arne. Für mich ist es jetzt zu spät, aber ihr habt quasi noch ein Eisen im Feuer. Eisen im Feuer? Das glaube ich alles nicht. Sicher versteckt habt ihr nun etwas, das ihr dringend bei der Polizei abgeben müsst, um den beiden das Handwerk zu legen. Entzündet ein Feuer für mich. 1534 hört.
geschickt habe. Das war gerade auf jeden Fall Gold wert. Wir haben jetzt das Amulett von der Frau Christmann geöffnet. Da drin war ein weiterer Brief von ihrem verstorbenen Ehemann. Und er belastet seine Kollegen Martin und Arne eines Raubes. Ja, die beiden Pappnasen, die haben wir hier auch sitzen. Zündet ein Feuer für mich. Haben Sie irgendwas bei sich im Haus? Haben Sie mal so einen Brand oder was gehabt? Oder haben Sie, zünden Sie eine Kerze oder ähnliches? Oder haben Sie irgendwie so... Nee. Machen Sie irgendwas, was hat mit Feuer irgendwas zu tun? Klingelt irgendwas bei Ihnen? Ein Kamin. Ich bin's nochmal. Sag mal dem Stefan oder dem Arne Bescheid, die sollen mal einen Blick auf einen stillgelegten Kamin im Hause Christ werfen. Sie stehen einmal auf. Auf. Haben Sie noch was zu sagen? Nein, nichts. Gar nichts. Dann einmal hier nichts raus. Zu sagen haben wir. Können Sie gleich auf der Wache sagen. Hier ist tatsächlich ein Koffer. Aha. Ist das das, was Sie hier vielleicht sogar gesucht haben, oder was? Die bleiben sitzen. Ja, ich bleib mal sitzen. Weil die hat schon... Eieieiei. Wie viel Geld war das? Wissen Sie das? 1 Million. 1 Million? Ja, wir haben den Überfall begangen. Tatsächlich. Aber das war alles seine Schuld. Hier, der hier gerade saß. Sie haben den ja schon weg. Der hat uns zu dem ganzen Scheiß angestiftet. Das war doch seine Idee. Der ist doch pleite. Die Männer erhalten Anzeigen wegen Raubes und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. Zudem wurde die Mordkommission eingeschaltet und alle Beweise wurden gesichert.